Ich bin im Herzen der Industrie aufgewachsen, in der Nähe von Baden. Und diese Nähe zur Technologie hat mich sehr geprägt. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Mein Name ist Dieter Heimgartner. Ich bin Mitinhaber der Firma DMB Technics AG. Ich hatte das Glück, eine spezielle Lehre zu machen als Physiklaborant. Und das Glück hatte ich auch, dass ich in eine ganz spezielle Abteilung kam in dieser Firma. Das war die Firma BBC. Diese Firma gibt es heute nicht mehr. Die BBC wurde 1973 von der ABB aufgekauft. Die Brembo-Veri hatte die Idee, dass LCD-Displays etwas Zukunftsorientiertes sind. Und man hatte früh erkannt, dass man eine eigene Fabrik bauen sollte. Und die Videlec AG war die erste Fabrik in Europa, die LCDs produzierte. Meine Aufgabe war in dieser Fabrik, Testapparaturen zu bauen, für diese LCDs zu prüfen. Und ich mag mich gut erinnern, damals habe ich schon erkannt, dass LCDs etwas ganz Spezielles sind. Obwohl sie zu dieser Zeit sehr klein waren, diese LCDs wurden hauptsächlich für Uhren benutzt, also ganz kleine Displays, vielleicht ein Quadratzentimeter groß. Als ich die Berufslehre erfolgreich abgeschlossen habe, habe ich eine Weiterbildung gemacht als Labortechniker. Ich hatte das Glück, dass mich diese Leute mitgenommen haben. So bin ich im Forschungszentrum von dieser BBC gelandet. Das Forschungszentrum wurde 1973 gegründet. Also man hatte in diesem Labor Grundlagenforschung auf Flüssigkristalle gemacht, mit dem Ziel natürlich, dass man weitere neue Display-Technologien erfinden kann. In der Forschung hat man ja fast alle Tage irgendeinen kleinen Erfolg und man meint, man hat etwas ganz Spezielles in der Hand oder gesehen oder erfunden. Aber es war wirklich so. Wir haben vor 40 Jahren hatten wir eine Entdeckung gemacht in diesem Flüssigkristallbereich. Und zwar war die Entdeckung so, dass man wusste, man muss neue Materialien haben, dass man vollgrafische Displays realisieren kann. Bis 1980 konnte man keine vollgrafischen Displays realisieren, weil diese Flüssigkristallsubstanzen die Eigenschaften nicht hatten, um das zu machen. Also war der Druck da, dass man sagte, man muss ein System haben, damit man vollgrafische Displays ansteuern kann. Daraus entstand eines der bedeutendsten Patente in der Display-Technologie. Es war die STN-Technologie, die Super Twisted Pneumatic-Technologie. Das war wirklich ein Meilenstein. Man hatte dann das auch sehr schnell erkannt, dass das etwas ganz Besonderes sein muss. Und die BBC hatte dann sehr schnell dieses Patent angemeldet, weltweit. Nicht nur wir hatten dann erkannt, dass man vollgrafische Displays machen kann. Wir hatten 1983 dann wirklich ein Display realisiert. Das wurde an einer internationalen Konferenz in Los Angeles wurde das ausgestellt, an der SID. Man hatte ein Display gemacht. Man konnte damit beweisen, dass man vollgrafische Displays sehr dünn, mit sehr wenig Energie bauen kann, die einen sehr guten Kontrast hatten. Und natürlich hatte die ganze Elektronikbranche hatte da natürlich ein Auge darauf und hat auch erkannt, oh, da kommt etwas, was zu der damaligen Computertechnik, die auch im Umbruch war, perfekt passte. Hauptsächlich japanische Firmen, die hatten das sehr schnell erkannt. Toshiba war eine Firma, die war einer der ersten, die diese Technologie lizenzierte und dann für ihre Produktion von Displays für Flachbildschirme und Laptops verwendete. Also man hatte dann wirklich bis zu den Anfang 2000er Jahre war die Technologie wirklich sehr wichtig in unserer Branche. Und man kann schon sagen, das war wirklich ein Meilenstein in der Display-Technologie, dieses Patent. 1984, als wir dann wirklich die ersten Patenterteilungen bekommen haben und die erste Lizenzierung gemacht haben mit Toshiba, hatte die damalige Geschäftsleitung der BBC entschieden, das einzustellen. Und die Geschäftsleitung hatte anscheinend so ein bisschen abgewägt, was für weitere Investitionen wäre notwendig, um das wirklich zu pushen. Man kam dann zum Schluss, das zu stoppen. Man hat diese Fabrik, die Videlec AG, hatte man zwei, drei Jahre vorher schon zu 50% an Philips verkauft
Und dann, als der Entscheid kam, hatte Philips die ganze Firma komplett übernommen, wurde dann transferiert nach Holland. Und von Holland ging dann die Technologie dank Philips nach China. Und ja, BBC hat die Forschung eingestellt auf dieser Technologie. Das Schöne für diese Firma war natürlich, dass da sehr große Millionenbeträge an Lizenzeinnahmen generiert wurden. Also das hat sehr wahrscheinlich einen dreistelligen Millionenbetrag an Lizenzeinnahmen eingespült in diese Firma. Und das war natürlich so gesehen für die Firma ein Riesenerfolg. Insgesamt in meinem Leben war natürlich klar, dieser Virus LCD hat mich natürlich getroffen. Oder wenn man einmal so tief in eine Technologie reinkommt und dann natürlich noch in eine Technologie, die sich alle Jahre weiterentwickelt, immer wieder etwas Neues kommt, das fasziniert oder das packt einem wirklich und das hat mich auch gepackt. Ich konnte mich wirklich als Display-Experten beweisen, immer wieder etwas Neues lernen. So vor 18 Jahren hatte ich plötzlich die Idee, man kann doch das fokussiert betreiben, wirklich sich konzentrieren auf Displays. So habe ich mich dann entschieden, mit zwei Kollegen zusammen die Firma zu gründen. Also wir haben diese Firma DMB gegründet, ganz klar mit dem Hintergrund, Displays für Kunden zu entwickeln und dank unserem tiefen Know-how wirklich für den Kunden fantastische Displays zu machen. Man muss sich immer vorstellen, das Display ist beim Kunden immer das Aushängeschild der Applikation. Jedes Messgerät, jede Applikation, wenn es ein Display hat, das Erste, was du als Kunde siehst, ist das Display. Also muss der Kunde wirklich eine super gute Lösung haben. Und wir haben schnell erkannt, mit unserem Expertwissen können wir eben genau bei den Herstellern in Asien genau dieses spezielle Wissen einbringen und dadurch ein bisschen bessere Displays mit besserer Performance, zuverlässiger und so weiter konnten wir so realisieren für den Kunden. Also ich stelle heute noch fest, dass die Hersteller, die betreiben eine Fabrik, die kaufen eine gewisse Technologie ein mit einem Maschinenpark, aber oft sehe ich, dass so ganz kleine Details nicht so richtig verstanden werden. Und da bin ich natürlich stolz darauf, dass ich nach 40 Jahren noch bei einem Hersteller sagen kann, hey, hast du an diesen Aspekt daran gedacht? Wieso machst du das nicht so und so? Und dann hast du ja eine bessere Performance oder eine bessere Ausbeute. Das Display ist besser. Also so gesehen hat diese Technologie, die ich an und dazu mal angewendet habe, bis heute ihren Sinn. Die DMB steht heute insgesamt als Expertfirma da. Der Kunde erwartet einen Prozess, der in allen Aspekten professionell und als Experte ausgeführt ist. Das heißt, wenn er zu mir kommt, mal mit einer Idee, kann ich technologisch ihm das Produkt zeigen, wie man das machen kann. Er merkt dann aber schnell, dass natürlich auch seine anderen Dienstleistungen, die er braucht, sei es Logistik, Beschaffung oder halt dann auch in Asien die Betreuung der Hersteller, dass genau das Produkt, was er braucht, in seiner Qualität geliefert wird. Und ich glaube, das macht uns aus, dass wir auch vor Ort in Asien das verfolgen. Also wir verfolgen einen konsequenten Expertstatus. Heute hat das Patent und die anderen Patente, die ich gemacht habe, keinen eigentlichen Wert mehr. Aber das Know-how, das an und dazu mal entstanden ist und jetzt eingeflossen ist, auch in die DMB Technics rein, ist natürlich sehr wertvoll. Und für mich als Person wirklich sehr wertvoll, weil diese Entdeckung hat mich überhaupt das ganze Berufsleben begleitet. Und somit bin ich natürlich sehr stolz, dass ich so etwas gemacht habe oder Teil davon war.